Wir haben hier einen Porsche 911 Typ 996 in der Cabriolet-Ausstattung. Das Fahrzeug ist weltweit tatsächlich einzigartig. Es ist mit dem Drive-by-Wire-System Space Drive ausgestattet. Es hat hier in der Mitte einen 4-Wege-Lenk- und Brems-Joystick und wie man hier sieht, kein Lenkrad mehr. Das Lenkrad haben wir hier bewusst rausgelassen, um wirklich sofort plakativ darzustellen. Man braucht kein Lenkrad, um zu fahren, sondern kann das hier mit geringsten Restkräften und geringsten motorischen Fähigkeiten komplett steuern. Ja, jetzt stehen wir hier auf der Teststrecke in unserem Porsche mit dem Space Drive System. Und dann schauen wir mal, wie man eine 45 Grad Steilkurve mit einem 4-Wege-Joystick befahren kann. Schon ziemlich spannend hier, wenn man hier so durch die Steilkurve brettert. Die Leitplanke kommt näher. Ja. Also ein bisschen Gas geben. So, und dann setzen wir wieder an, gehen direkt in die Außenbahn. Das ist jetzt hier die steilste und schnellste Kurve. Jetzt sind wir in der Schräglage. Ja, und hier fahren wir jetzt durch mit unserem schönen Porsche mit einem 4-Wege-Joystick. Wir haben selbstverständlich modulare Befestigungs- und Einbausysteme hier untergebracht, sodass wir auch zum Beispiel einen 2-Wege-Gasbremsschieber einbauen können und das ohne weiteres hier auf der linken Seite oder auch in der Mitte oder nur einen 2-Wege-Lenk-Joystick oder ein Mini-Lenkrad und wenn natürlich im normalen Fahrmodus das Lenkrad drin ist, können wir auch selbstverständlich einen Lenkraddrehknauf kombinieren mit dem Gasbremsschieber. Das Fahrzeug kann komplett so angepasst werden, dass jeder das Fahrzeug mit körperlichen Einschränkungen, der sonst ein übliches Fahrzeug fahren kann, auch in dem Fall einen Sportwagen, einen Porsche hier so entsprechend fahren. Ja, und wir haben heute noch eine Überraschung, denn den Porsche werde ich nicht nur alleine fahren, sondern wir werden heute eine Mitarbeiterin damit überraschen, die das bis jetzt noch nicht weiß. Unsere Daniela wird heute auch mit dem Porsche fahren. Und wir schauen mal, was die Daniela davon hält. Ja, also das ist jetzt tatsächlich eine Live-Überraschung. Daniela, ich weiß nicht, wenn du also nicht fahren willst, wie findest du das? Mega, ich freue mich voll. Ja, also wir werden das gleich so umrüsten. Wir können nämlich das Fahrzeug umbauen. Je nach Handicap, wenn ich jetzt keinen 4-Wege-Joystick brauche, wie zum Beispiel Daniela. Ich freue mich voll. Ich wusste es überhaupt nicht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja. Überhaupt nicht. Das war unsere Absicht, das als Überraschung zu machen. Bist du schon mal Porsche gefahren? Nee. Bist du schon mal auf so einem Testring gefahren? Nee, echt nicht. Und du möchtest Porsche auf dem Testring fahren? Total gerne. Ich bin nervös. Ich bin aufgeregt und ich habe echt Respekt vor diesem Auto. Okay. Aber ich freue mich. Ja, Daniela fährt jetzt mit einem Gasbremsschieber. Den bedient sie mit der rechten Hand. Eine Multifunktions-Lenkraddrehknauf und damit lenkt sie. Unglaublich. Also
das war so ein unbeschreiblich cooles Gefühl, da in dieser Steilkurve zu hängen. Und man kippt so weit zur Seite, man neigt so weit, man hat schon fast das Gefühl, das Auto kippt um. Das war echt cool. Frank, bitte, wie hat das gemacht? Ja, also ich muss sagen, hat es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben 2 Runden zum Einführen gebraucht, ein bisschen warm werden fürs Auto. Und dann oben in der 3. Spur, wirklich über der Leitplanke vorbei, so 20, 30 Zentimeter. Super, aber hat sie sehr gut gemacht. Von mir kriegst du heute einen Porsche-Führerschein. Danke.